meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudia von Soulart und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Meine Lieben, ich bin der Seifenblasentechnik verfallen und aus diesem Grund möchte ich heute noch ein Bild mit euch schaffen, aber mit einer anderen Variation vom Swipe. Wir starten ins Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Legen wir los! Okay, meine Lieben, vor mir liegt eine 30x40 cm große Leinwand und wir werden heute nur mit drei Farben arbeiten. Und zwar habe ich vorbereitet ein Hellgrün, ein Türkisgrün und mein über alles geliebtes Gold. Ein bisschen weiße Basisfarbe habe ich auch vorbereitet, die werden wir nun als erstes auftragen. So schaffen wir uns einfach einen schönen Polster, auf den unsere Farben gleich schön fließen können. Diese trage ich erstmal großzügig auf meine Leinwand auf. Verteile diese mit einem Palettenmesser und schaffe mir so einen schönen Untergrund für meine Farben. Okay Leute, ein wunderschöner Polster liegt vor mir. Ich gehe einmal ganz kurz mit dem Brenner drüber. Heute habe ich das Glück, dass ich nicht so viele Luftbläschen in meiner Basisfarbe habe. So, das reicht uns schon. Okay meine Lieben, heute ganz untypische Farben für mich. Hellgrün, aber ich möchte euch ein bisschen Mut zur Farbe zusprechen. Es müssen nicht immer die gleichen Farben sein. Traut euch mal was und ihr werdet überrascht sein, was für tolle Ergebnisse ihr erzielen könnt. So, bevor wir nun mit dem Swipe beginnen, ganz kurz in eigener Sache. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um nichts mehr zu verpassen und dich in meiner tollen Community begrüßen zu dürfen. Okay. Also, meine Lieben, ich möchte heute swipen mit nur drei Farben. Ich beginne nun ungefähr in der Mitte, ungefähr so würde ich sagen, einen Streifen von meiner türkisgrünen Farbe aufzutragen. Und das gleiche mache ich noch auf der Unterseite. Anschließend meine hellgrüne Farbe. Die ist schon richtig leuchtend. Anschließend noch einmal meine türkisgrüne Farbe daneben. Und nun kommen wir zum Herzstück, meine goldene Farbe. Trage ich nun großzügig in die Mitte der beiden Streifen auf. Wunderbar. Gold wird übrigens auch unsere Swipe-Farbe sein zum Verhältnis meiner Farben. Meine sind heute 1:2 im Verhältnis abgemischt. Ein Teil Acrylfarbe, zwei Teile Floetrol und kein Wasser. Mein Gold ebenfalls gleiches Mischverhältnis, allerdings habe ich nur meiner goldenen Farbe einen Tropfen Silikonöl beigemengt. Okay, ich könnte noch meine hellgrüne Farbe ein bisschen aufbrauchen. Wir gucken mal, wie sich das hier ausgeht. Genau, ungefähr so. Wir möchten nichts verschwenden. Sehr gut. Sollte ich nach dem ersten Swipe merken, dass ich noch ein bisschen Farbe brauche, ist es kein Problem. Ich habe mir ein bisschen was übrig gelassen. Wir können immer wieder nachtragen. Nun, meine Lieben, kommen wir zum Swipe. Also, ich swipe am liebsten mit einer Teilkarte. Ihr könnt es allerdings auch mit einer Plastikfolie oder einem Palettenmesser oder einem Spatel machen, wie es euch beliebt. Also, tatsächlich ist es so, dass ihr ein bisschen das Wohlfühlwerkzeug für euch finden müsst. Probiert es einfach mal aus. Ich kann nur sagen, für mich ist es die Teilkarte. So funktioniert es für mich am besten. Und jetzt legen wir los. Ich werde als erstes nach unten swipen und zwar fast bis zu unserer unteren Kante. Dazu tippe ich meine Teilkarte in die goldene Farbe, ganz vorsichtig, kein Druck, meine Lieben, und lasse diese langsam nach unten gleiten. Und ihr könnt schon sehen, hier passiert einiges, meine Lieben. Und noch einmal von vorne, ich tippe meine Teilkarte in die goldene Farbe. Und lasse diese nach unten gleiten. Okay, ein bisschen mehr Druck hätte es sein können. Noch einmal.
in die Farbe und nach unten ziehen. Jawohl. Ich liebe dieses Hellgrün. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich benutze so gut wie nie Grüntöne in meinen Videos. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wenn ich es dann mal mache, dann liebe ich es. Okay, von vorne in die goldene Farbe mit der Teilkarte. Ich versuche auch immer ein klein bisschen zu überlappen und gleite vorsichtig nach unten. Ich finde, das ist so schön. Gut. Okay, so viel zur ersten Seite. Nun drehen wir unsere Leinwand einmal um. Und das Gleiche, meine Lieben, machen wir jetzt natürlich auch auf der anderen Seite. Ziel ist es für mich, in der Mitte einen kleinen goldenen Streifen übrig zu lassen. Gestaltet sich nicht immer ganz so leicht, aber ich gebe mein Bestes. Also von vorne, ich tippe in die goldene Farbe und lasse diese vorsichtig nach unten gleiten. Das ist wie Magie, oder? Ich liebe das. Und ich weiß, ich sage das in jedem meiner Swipe-Videos erneut, aber das ist doch, also, mir fehlen echt die Worte manchmal. Okay, wir machen diese Seite jetzt einmal schnell fertig. Mittlerweile wisst ihr schon, wie es funktioniert. Wir tippen in die goldene Farbe und gleiten nach unten. Wunderschön, wie die Zellen aufgehen, das ist so toll. Übrigens, meine Lieben, ich mache nach jedem Swipe, ihr könnt es hier sehen, mein Palettenmesser immer ein bisschen sauber, einfach auf meiner Malunterfläche, oder ihr könnt euch ein Küchentuch nehmen und einmal kurz drüber wischen. Das mache ich aus folgendem Grund, weil ich nicht möchte, dass sich meine goldene Mitte mit den Farben vermischt. Soweit, so gut, meine Lieben. Okay, mit dem Swipe bin ich vollkommen zufrieden. Was sagt ihr zu dieser Farbkombination? Ich weiß, es ist mal was anderes, aber sagt mir doch wirklich mal, findet ihr das gut? Oder sagt ihr, nee, das ist eher nicht so mein Stil? Lasst mich wissen, schreibt es mir in die Kommis. Okay, meine Lieben, nun kommen wir zu dem Part, für den ihr alle eingeschalten habt, zu unseren Seifenblasen. Meine Lieben, für euch geht es schneller als für mich, weil ich muss jetzt einige Tage warten. Allerdings seht ihr mich in wenigen Augenblicken wieder. Bis gleich, meine Lieben. Und im Handumdrehen bin ich wieder zurück, meine Lieben. Einige Tage sind vergangen. Unser Bild ist vollständig ausgetrocknet. Und guckt mal her, was für schöne Zellen uns erhalten geblieben sind. Das finde ich wirklich toll. Das ist eine tolle Basis, um jetzt unsere Seifenblasen zu zaubern. Ich werde es wie in meinem Tutorial-Video machen. Ich werde ein, zwei Blasen mit euch gemeinsam machen und den Rest dann im Schnelldurchlauf, damit euch nicht langweilig wird. Wenn ich euch zu schnell bin, meine Lieben, verlinke ich euch gerne hier oben mein Tutorial-Video zu dieser Technik. Schaut gerne mal rein. In diesem Video machen wir Schritt für Schritt durch und da könnt ihr noch einmal ganz genau gucken, wie ich bei meinen Seifenblasen diesen coolen 3D-Effekt erschaffe. Aber wir kümmern uns nun erst einmal um dieses Bild hier. Ich schnappe mir wieder meinen Kreiszeichner, meinen Acrylstift und ich lege los. Heute möchte ich starten mit drei ganz großen Kugeln und anders als beim letzten Mal möchte ich heute mein Bild waagrecht aufhängen. Okay, meine Lieben, mit diesen drei Kugeln werden wir starten. Das soll unsere Ausgangsposition für die darauffolgenden Seifenblasen sein. Ich beginne nun kleinere Seifenblasen
zu überlappen. Soweit, so gut, meine Lieben. Das sind für mich genug Seifenblasen und ich habe euch versprochen, ich mache ein, zwei Seifenblasen mit euch gemeinsam. Und damit starten wir jetzt, meine Lieben. Ich habe mich für diese Seifenblase entschieden. Ihr könnt es in der Kamera einfach besser sehen, wenn ein satter Untergrund unter der Blase ist. Und deswegen werden wir jetzt gemeinsam diese hier machen. Okay, als allererstes, meine Lieben, müssen wir uns überlegen, wo in unserem Kopf die Lichtreflexion auf unsere Seifenblasen trifft. In meinem Fall wird die Lichtreflexion dieses Mal von oben kommen. Dementsprechend beginne ich nun auf der Oberseite meiner Seifenblasen leichte Lichtreflexionen zu zeichnen. Ich würde sagen, ungefähr so. Ja. Und im nächsten Schritt geht es darum, unserer Seifenblase einen dreidimensionalen Effekt zu verleihen und dazu eignen sich am allerbesten Schatten. Meine Lieben, ich habe hier ein bisschen Oxidschwarz vorbereitet und einen abgeschrägten Pinsel. Mit diesem tippen wir nun ganz vorsichtig in die Farbe und ich beginne den unteren Rand meiner Seifenblase ganz leicht auszublenden. Nehmt euch dafür gerne ein bisschen Zeit. Wie ihr gut erkennen könnt, gehe ich immer wieder mit dem Pinsel über die gleiche Stelle und smoke unseren unteren Rand richtig schön aus. Bisschen wie beim Schminken. So, meine Lieben, okay. Was ich auch immer noch gerne mache, ist, ich nehme mir meinen weißen Acrylstift und male ganz leicht, noch ganz leichte Reflexionen und verstreiche diese mit meinem Finger. Das gibt euch noch ein bisschen mehr Dimension in eurer Seifenblase. Okay. Die erste Seifenblase ist nun erst einmal fertig. Jetzt mache ich noch eine zweite mit euch. Ich habe mich für diese entschieden. Diese liegt direkt daneben. Und ich beginne wieder, meine Lichtreflexion zu zeichnen auf der oberen Seite. Auch wenn sich an dieser Stelle eure Seifenblasen überlappen, denkt daran, meine lieben Seifenblasen sind durchsichtig. Okay. Lichtreflexion haben wir. Nun nehmen wir uns wieder den abgeschrägten Pinsel, ein bisschen schwarze Acrylfarbe. Ihr braucht auch tatsächlich gar nicht viel und beginnt den unteren Rand auszusmoken. Soweit, so gut. Und schon könnt ihr erkennen, dass ihr eine dimensionale Form erschaffen habt. Ich werde jetzt ganz schnell meine Seifenblasen fertig machen. Für euch geht es ein bisschen schneller als für mich, aber ich möchte nicht, dass euch langweilig wird.
Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit meinen Seifenblasen. Und was sagt ihr dazu? Ich finde, der Kontrast ist schon echt cool, oder? Mit dem Grün und mit den Zellen, was wir vorher geschaffen haben. Meiner Meinung nach werten so ein paar Seifenblasen jedes Bild auf. Wenn du genauso denkst, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare und zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn du künftig nichts mehr von mir verpassen möchtest, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Es war mir wie immer eine Freude, für und mit euch zu malen. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben.